Herzlich willkommen zum Buchpodcast. Da spricht Tom Oberbichler von b-wonderful.at und ich habe heute wieder die Shelia Stevens von sheliastevens.com zu Gast. Und die Shelia und ich stehen beide für ein strukturiertes Arbeiten. Die Shelia unterstützt Leute dabei, ihr als Solopreneure Kunden zu akquirieren, ihre Prozesse weiterzuentwickeln, geht um Systeme fürs Business. Bei mir, ich mache was Ähnliches mit Leuten und helfe ihnen, ihr Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Jetzt ist aber so, dass sowohl wir beide mit uns, als auch miteinander, als auch mit den Kunden, wir nicht nur diese Hardware alltäglich nutzen, sondern es ganz viel auch um das innere Spiel dabei geht, um das Mindset, um das, wie geht's uns, oder den Menschen, mit denen wir arbeiten, bei dem, was wir tun. Und darüber reden wir heute, weil so schön das Leben ist und so viel Spaß wir alle bei unserem Business und in unserem Leben haben. Es gibt auch diese Tage, die mal nicht so gut beginnen, wo man ein bisschen crazy im Kopf ist. Und was wir machen heute ist, wir beide unterhalten uns da mal ein bisschen und du, dich lade ich ein da draußen, schau mal, wo du dich wiederfindest und vielleicht ist das eine oder andere dabei, was auch dir hilft, noch mehr Spaß zu haben bei dem, was du tust und in meiner Welt noch erfolgreicher zu sein, weil ich finde, zum Erfolg gehört das, dass du Spaß bei dem hast, was du machst, einfach ganz, ganz wesentlich dazu. Grüß dich, Shelia. Hi Tom, das war eine schöne Einleitung. Ich freue mich auf das Gespräch, weil das ist auch das erste Mal, wo wir über diese Themen in der Öffentlichkeit sprechen, die wir ganz viel für uns sowieso die ganze Zeit diskutieren, oder? So, wenn wir reden gerne über diese Themen. Ja. Und ich weiß nicht, also ich meine jetzt nicht nur dich, Shelia, sondern auch dich da draußen. Vielleicht kennst du das auch, es gibt so Tage, wo alles am Schnürchen klappt, der wo ein Ding, du bist im Flow, vielleicht alles geht ganz leicht. Und es gibt aber auch diese anderen Tage, wo es äußert sich unterschiedlich. Also bei mir ist es, sind es oft so bestimmte immer wiederkehrende Sätze im Kopf, ja, wo ich so ein Gespräch mit mir führe, das ich objektiv betrachtet nicht sehr hilfreich finde, wo ich auch eigentlich keinen wirklichen Grund oftmals dafür habe. Manchmal passiert was im Außen, manchmal auch nicht. Andere Leute haben irgendwelche Bilder und auf einmal wird vielleicht alles in Frage gestellt, was du machst. Ja, bin ich überhaupt, ist das überhaupt, soll ich wirklich Bücher machen? Braucht die Welt noch mehr Bücher? Es gibt schon so viele. Und was ist, wenn jetzt niemand mehr wirklich davon profitiert und was tut man dann damit, ne? Und sowas, es gibt verschiedene Herangehensweisen und du hast da draußen, also wenn du zuhörst, dann hast du es eh schon mal ein bisschen hergeschafft, das heißt, du hast auch Strategien, wie du da zumindest dich aktivierst und rauskommst. Und so eine Frage, und da werden wir, wenn es Lust hast, Shelia, heute ein bisschen reinschauen, ist so die Frage, wie viel von dem geht es darum, wirklich jetzt aktiv reinzugehen, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen? Oder ist es vielleicht auch manchmal hilfreich, diesen Druck, die Antwort auf bestimmte Fragen jetzt und heute zu finden, einfach mal wegzunehmen und mal anzunehmen, dass das Leben nicht nur aus einer stetigen Aufwärtsbewegung besteht, wo immer alles schön ist und jeder Tag ist gleich gut und es geht eigentlich nur darum, immer noch besser zu werden, ja, noch mehr Spaß zu haben. Also meine Erfahrung ist es nicht. Also ich hab ein schönes Leben und da sind Momente drinnen, die ich gerne entbehren könnte, aber irgendwie gehören sie auch dazu. Wie siehst du das, Shelia? Ja, definitiv. Und vielleicht reden wir einfach jetzt gleich, Tom, genau über diese crazy thinking, weil was ich sehr hilfreich finde, ist für mich jedenfalls zu erkennen, dass wir alle dieses verrückte Denken haben, eins. Zweitens, dieses verrückte Denken geht in verschiedenen Lebensbereichen. Also ich kann eine Kategorie von Denken haben, Musterdenken haben in meinem Business. Für eine Zeit.
Ich kann das in meiner Beziehung haben. Kann es in meiner Einstellung zu der Außenwelt haben. Und vielleicht reden wir einfach darüber, was meinen wir mit das verrückte Denken? Und in welcher Ausprägung gibt es das? Dass es für jeden Menschen anders ist in unterschiedlichen Lebensphasen und Kontexten. Aber was wir gemeinsam haben, ist, dass wir meistens immer ein dunkler Ort haben, was gerade angesagt ist in unserem inneren Spiel, wo wir immer zu dem zurückkehren. Und einige Beispiele hast du ja schon gebracht. Genau. Ja, wolltest du was sagen? Ich habe gerade ein Signal wahrgenommen in deiner Mimik, dass du was sagen willst. Nee, passt schon. Sprich nur weiter. Ich bin bei dir. Du Es bist. kommen, es, mir poppen natürlich beim Zuhören dann immer so bestimmte Situationen aus meinem eigenen Leben auf. Ja, wir reden ja da nicht, wir haben ja keinen theoretischen Zugang zu der Sache, sondern wir leben das ja Tag für Tag. Ja. Ja, genau. Und lass uns mit dem Business einfach anfangen, weil Bitte. der Grund, warum wir überhaupt auf dieses Gesprächsthema gekommen sind, war gestern auch eine Situation. Gestern hatte ich einen Coaching-Tag und ich hatte eine sehr liebe Kundin und sie hatte zum Ende von dem Gespräch gesagt, sie hat so eine gewisse Denkart, wo sie immer zu dem in letzter Zeit zurückkehrt, wo sie eben auch alles in Frage stellt, was sie gerade tut. Und sie hat mich gefragt, ob das so normal sei. Ja, und ich habe wie mein Herz ist geschmolzen und ich hab mich zurückgedacht an eine Zeit in 2011 oder 2012, ich kann mich nicht genau erinnern, aber da bin ich in der Schweiz ganz neu gewesen. Also ich habe begonnen in dem Jahr, es war 2012, aber ich habe begonnen in dem Jahr, dort Halbzeit zu leben, Halbzeit hier zu leben. Und ich konnte mich erinnern, als sie das gesagt hat, es ist mir sofort ein Bild gekommen von mir, wie ich an dem Fluss entlang gelaufen bin, in Bremgarten, in der Nähe von Zürich, im Kanton Aargau. Und das ist die Reuss. Und ich bin dort gelaufen und ich sehe mich dort mit vollkommenen Tränen in den Augen. Also ich habe so geheult. Und der Ort, der dunkle Ort, dieses verrückte Denken, zu dem ich damals zurückgekehrt bin, immer wieder, war die Idee, ich bin nicht geschaffen als Unternehmerin. Ich werde das nie hinbekommen, erfolgreich zu sein. Oder vielleicht soll ich aufgeben mit dem Ganzen. Vielleicht soll ich was ganz anderes machen. Du hast es eben vorhin auch gesagt. Also was wäre ein Beispiel für dich gewesen aus vor 2012, 2013? Also wir reden gleich über heute vielleicht. Was war es damals? Du, also 2012, das war, wenn ich in 2011 gehe, dann wird's noch klarer, weil das war für mich so, da war ich so ein bisschen in der Findungsphase. Und da habe ich zwar irgendwie gewusst, ich wünsche mir ein eigenes Business. Ich habe damals gedacht, es wird ein NLP-Institut sein, wo ich Leute zu NLP-Praktitioner ausbilde. Aber ich habe mich permanent immer wieder die Frage gehabt, okay, und wo soll ich jetzt die Leute herkriegen? Ja, wie finde ich da jetzt irgendwelche? Ich will ja mindestens 20 Leute in dem Seminar haben und was tue ich da jetzt? Und wenn ich nicht, was mache ich vor allem, wenn sie nicht kommen? Ich habe diesen Raum reserviert. Ja, was werden die Leute von mir denken, wenn ich jetzt kurzfristig absage? Was ich dann auch gemacht habe. Und das ist schon, ich weiß noch, also da dann vor der Entscheidung zu stehen, mal wenn du eine Woche gebucht hast in einem Seminarzentrum und dann recht kurzfristig zu sagen, ich komme nicht. Ne? Also das hat mir schon damals wirklich viel zu schaffen gemacht, ja, wo ich einfach die Zeit, witzigerweise im Rückblick betrachtet, ist das immer so einfach. Ich habe die Zeit nicht damit verbracht, Menschen anzusprechen, ihnen zu erzählen, was ich tue, sondern ich habe die Zeit damit verbracht, mit mir selber darüber zu sprechen, warum die Leute nicht kommen. Also ganz, ganz wirklich leere Kilometer im Endeffekt gemacht, die auch so ein leeres Gefühl dann zum Teil mit sich gebracht haben. Und das war bei mir ist nicht so in Richtung Traurigkeit, sondern einfach mehr so diese Leere, die ich damals
letztlich gespürt habe. Ja? Und eine totale Unsicherheit, die damit einhergeht, dass ich überhaupt nicht wusste, ob das, was ich machen will, mit der Realität irgendwie was zu tun hat. Also ob das außer mir noch jemand anderer gut findet. Ja? Ja, und wenn ich anschaue, ein Freund von mir, der hat auch ein dunkler Ort. Also bei mir war es auch nicht Traurigkeit, es war Scham übrigens. Es war ein sehr starkes Gefühl von, ich schäme mich dafür, dass ich dies nicht hinbekomme, so gut wie schnell wie die anderen. Oder die Idee, etwas stimmt mit mir nicht, ich bin kaputt, ich bin doch nicht gescheit, wie ich dachte. Also ich habe mich sehr auch dafür geschämt. Ein Freund von mir, der hat ein crazy, ein verrückter Gedanke, zu dem er immer wieder zurückkehrt, nämlich ist es ein Ort von existenzieller Bedrohung. Immer wieder, auch es kann auch in Phasen sein, wo die Umsätze toll sind, aber wenn sie zu gut sind, kommt der Gedanke, aber wie wird das anhalten? Ja, genau. Oh mein Gott, ja, und was ist, wenn ich alles verliere? Oder es könnte auch ein angeblicher Auslöser im Außen sein für ihn. Ein Kunde bricht weg und was ist, wenn die nächsten drei wegbrechen? Genau. Also das ist ein Ort, wo er immer wieder zurückkehrt zu dem. Es ist so Du lustig, ja. Es ist so lustig, ne, weil auf der einen Seite, ne, jetzt machst, hast du, das hast du hast vielleicht auch dein Premium-Paket jetzt draußen, hast bei der Schelia mitgemacht, bei ihrer Paket- und Preise-Aktion, ja, und jetzt kommt dann jemand und kauft dein größtes Produkt. Und du legst den Hörer auf und bist dabei, das vorzubereiten, hast das nächste Gespräch, der nächste kauft wieder bei dir. Ne? Machst auf einmal an einem Tag so viel Umsatz wie vorher im ganzen Jahr. Was machst du dann? Freust dich? Ja, natürlich. Und was ist dann, wenn dieser Gedanke kommt? Ach Mann, und was ist, wenn es jetzt die letzten sind für dieses Jahr, wenn jetzt niemand mehr was will? Ja, nie wieder. oh Gott, ja. Ja, und das ist das Ding ja, weil wir haben meistens so ein aktuelles, wir sind gerade im Businessbereich, und wir haben meistens in verschiedenen Lebensbereichen gerade ein aktueller verrückter Ort, ein dunkler Ort, wo wir zurückkehren. Und heute, und das möchte ich wirklich betonen, also die Ängste von damals, die ich hatte, ich könnte nicht erfolgreich werden, also so nachdem, wie im Außen das gemessen wird gerade, an Umsätze, an Anzahl der Kunden, an Sichtbarkeit, an Kooperationspartner, die man hat, und Ansehen, Anerkennung, all das, ja, diese Sachen im Außen. Heute, wenn ich zurückblicke, 4 Jahre zurückblicke, denke ich, okay, ich habe all das, was ich damals wollte und wofür ich mich geschämt habe, dass ich das nicht hatte damals. Und heute habe ich einen anderen Crazy. Ja? Heute ist mein Crazy aktuell. Ich gucke meinen Kalender und es ist voll, also einfach voll. Dienstag, Donnerstag mit Kunden, die ich liebe. Tom, du kennst mich. Am Ende von diesem Dienstag, Donnerstag, ich bin wie beflügelt, energetisch, wahnsinnig gut drauf. Es gibt mir total viel. Dennoch, wenn ich objektiv betrachtet auf meinen Kalender schaue, ich habe immer wie gerade mein Crazy ist die Idee, oh mein Gott, alles ist zu voll, ich habe das zu voll gepackt, ich habe zu viele Dinge auf meinem Tisch, das ist bedrohlich, ich müsste was verändern. Und immer wenn es mir nicht gut geht, ich kehre an diesen Ort hin, wo ich alles in Frage stelle, wie ich mein Business gerade strukturiert und aufgebaut habe und wie ich meine Dienstleistungen anbiete. Was ist heute aktuell deine Business Crazy, was du hast? Ich glaube, also der Gedanke, der mich im Moment am meisten kostet, ist einfach der, wird das wirklich weitergehen? Ja, ist es möglich, dass die Kurve wirklich so steil nach oben geht und nicht irgendwann so wie bei der Hochschaubahn, du fährst ja ewig lang hoch, ne, und dann kommst du an den Punkt und dann schaust runter und oftmals fühle ich mich dann so, als ob ich schon da oben wäre und es würde runtergehen. Ja. Und es kommt das große Nichts. Ja. Kein einziges Buch wird mehr veröffentlicht in diesem Jahr. Zumindest nicht mit mir. Ja. Also das ist echt verrückt. Ja. Ja, so das ist dieses verrückte Denken. Und jetzt wäre ein guter Ort für die Zuhörer, vielleicht einfach mal in ihrem Leben zu schauen, wenn du möchtest, in dein Business, aber in deine Beziehung, deine Freundschaften, deine Familie, was auch immer, wo für dich gerade relevant ist, hinzuschauen.
Und was ist so dein Crazy momentan, der Ort, an dem du immer wieder zurückkehrst, wenn es dir gerade nicht so gut geht? Oder ja, das ist das Ding. Also, oder Tom, also wie kommt man an diesem Ort eigentlich? Lass uns darüber ein bisschen uns unterhalten. Ist es so, dass es dir nicht gut geht und deswegen kehrst du dorthin? Oder ist es andersherum, dass du beginnst darüber nachzudenken und dann geht es dir nicht gut? Was denkst du, ist der entscheidende Punkt? Also bei mir glaube ich, dass es ein bisschen verschiedene Dinge gibt. Also natürlich denke ich über irgendwas nach. Also manchmal, es gibt verschiedene Sachen. Also entweder passiert was, es gibt einen äußeren Anlass, das ist manchmal schon so, dass ich ein Gespräch habe, zum Beispiel, das einfach für mich nicht gut verlaufen ist. Ja, weil ich zum Beispiel zurückschaue und mir denke, ah, das habe ich jetzt, ich war nicht im guten Zustand, ich war nicht wirklich bei den Menschen, das hat nicht geklappt. Das könnte der Anlass sein, dass ich dann über meinen Beginn, über mein Business nachzudenken. Ja, das kann aber auch, ich kann das aber auch ganz, ganz von alleine machen. Also ich kann sozusagen in der Früh, wenn ich dann nach meiner Gymnastik und dem ersten Kaffee meinen Computer einschalte, kann ich reinschauen. Nur ein Beispiel, in meinen E-Mail-Account mit einer offenen Neugier, na, was wartet auf mich? Oder manchmal an den schlechten Tagen mache ich es dann zum Beispiel so, dass ich mir denke, okay, wer sagt jetzt heute ab? Ja, welcher Termin ist jetzt gecancelt worden? Das beginnt schon, dann beginnt das schon so. Ne? Und dann ist das ist wie ein Schneeball dann im Endeffekt. Es gibt schon, in meiner Wahrnehmung gibt schon irgendwas Kleines, was passiert, was ich tue. Das muss aber jetzt nicht business-related sein, auch wenn das kann auch einfach sein, dass ich schlecht gelegen bin im Bett und eine Verspannung mitgebracht habe. Ja? Und dieses Kleine, das fängt dann an, da runter zu rollen, den Hang, wie so ein Schneeball. Ja? Und das wird dann immer, immer größer. Ja? Und je größer es wird und je mehr ich dann versuche, manchmal das auch zu bremsen, desto mehr. Das ist halt das Gesetz der Trägheit. Wenn sie mal in Bewegung gekommen ist, ist der Aufwand, sie wieder zu stoppen, viel größer als am Anfang, diese Bewegung wegzulassen. Und was ich halt faszinierend finde, ist, wir haben ja beide viele, viele Sachen gelernt und auch angewendet, wie NLP zum Beispiel, ja, oder lösungsorientiertes Coaching bei dir, das Klopfen oder so, was ich mir auch angeschaut habe. Und es gibt ja auch, wenn du da draußen zuhörst, es gibt auch ein paar Folgen, wo ich über solche Sachen spreche. Du kannst da aktiv eingreifen in der Situation und gestalten. Was ich halt so als sehr befreiend empfinde, ist das, dass ich gelernt habe, dass es nicht darum geht, heute zu gewinnen für immer in dieser Frage. Also es geht nicht darum, heute, auch wenn du weggehst jetzt von dem Podcast, dann eine Lösung zu haben, wo du sagst, okay, ich habe jetzt einen Knopf. Aller Design Human Engineering vom Richard Bandler, wo ich drücke jetzt auf meinen rechten Daumenspitze und ab jetzt geht es mir gut und das für immer. Weil Leben ist halt nicht so. Ich finde Leben wunderschön und es gibt Momente, trotzdem sind es Wellen und da gibt's Höhen und da gibt's Tiefen und wo ich begriffen habe, dass es nicht mein Job ist, da heute die Schlacht für immer zu gewinnen, sondern einfach letztlich heute das Beste aus meinem Tag zu machen, weil diese Gegensätze, die da sind, diese Widersprüche, wie ich oft sage, die sind Teil vom Leben und die gehen nicht weg, sondern es ist mein Job zu lernen, die anzunehmen. Ich habe mein Bild, dass ich nehme sie in mich auf und lasse da einfach sein und schenke mir die Freiheit, einfach mal zu sagen, ich bin okay, das Leben ist okay und es gibt unangenehme Situationen und ich brauche die auch nicht schönreden. Wenn ich jetzt einen Streit habe, dann habe ich einen Streit und da bleibt manchmal ein schaler Nachgeschmack. Nur was ich halt überhaupt nicht mag, ist, das dann von selber noch zu kultivieren und wenn du so willst, dir selbst Öl ins Feuer zu geben. Und dieses Crazy, über das wir sprechen, ist für mich ein bisschen so. Du hast ein kleines Flämmchen irgendwo und dann gehen die Leute hin und tust halt dann selber noch einmal Öl drauf. Ja. Ja, und ja, die tun Öl drauf. Und ja, das bringt mich auf den Gedanken,
Weißt du, ich arbeite mit sehr vielen Coaches, Trainer, Berater und Leute. Und du sicherlich auch Menschen, die mit Kommunikation zu tun haben, sonst würden sie ja nicht mit über ein Buch kommunizieren. Und Genau. was ich gemerkt habe bei mir, also ich denke, dieser Crazy wurde über einen Gedanken, den ich hatte, ausgelöst. Ein Gedanke, der mir zugeflogen ist, egal ob das, weil im Außen was passiert ist oder ob ich einfach, wie du sagtest, also im Innen kam mir irgend so ein blöder Gedanke. Es löst eine Kette von anderen Gedanken aus, so ein Gedankensturm, wenn man Ja. so will, was zu diesem Verrücktheit geführt hat. Also ich fühle mich dann schlecht und weil ich so viele Tools habe, wie du, ja, NLP und wie du sagtest, diese lösungsorientierte Beratung, The Work von Byron Katie. Und ich hatte irgendwie einfach all diese Tools, die man hat. Und man wüsste um die Glaubenssätze, die man hat und drunter, ach, was weiß ich. Ich habe diese Tools genutzt als Waffen gegen mich. Nämlich mit der Idee, noch eine weitere Schamschicht obendrauf gelegt. Ich schäme mich dafür, dass ich mich nicht rausbringen kann oder dass ich nicht in einem guten Zustand bleiben kann. Und ich habe immer wieder gedacht, naja, wenn ich meditieren würde oder wenn ich mal The Work machen würde und wenn ich das irgendwie bewusst und aktiv bekämpfe, um aus diesem Zustand zu kommen und die Idee gehabt, also die Idee hatte ich nicht mal wie du, das, was du gerade gesagt hast, also, was hast du gesagt, für immer, also du machst eine Sache und dass es ewig so bleibt. Ja, genau. Ich hab eher so aus meiner Coaching-Ausbildung die Idee mitgenommen, naja, wenn du diese Tools hast, dann sind die Male, wo du in diese verrückten Gedanken kommst, immer weniger. Und die Länge, in denen du in dem bleibst, wird immer kürzer. Also das war das Versprechen von diesen ganzen Tools und auch als Coach, dass du deinem Coachee so hilfst. Und was ich heute sehen kann, ich frage mich nächstes Jahr, wie ich es anders sehe, ist, dass auch die Länge, in der ich da drin bleibe, die Anzahl der Male, die ich das habe, die sagen über mich überhaupt gar nichts aus. Das ist der menschliche Zustand. Und ich kann und ich darf verschiedene Tools anwenden, wenn ich will. Aber eigentlich, ich muss fucking gar nichts tun. Ja. Es ist so lustig, also ich finde es lustig jetzt, Ja. weil das ist so ein bisschen, ist ja auch eine Entscheidung, die ich treffen kann und irgendwann lachen wir ja dann oft drüber, ne? Ja. Manchmal dauert es Jahre und dann ein bisschen früher zu beginnen, ist natürlich heilsam. Ich glaube, manchmal denke ich mir, weißt du, dass es im Endeffekt wirklich viel einfacher ist, als ich es mir früher vorgestellt habe, weil in dem Moment, wo ich, um es mal zu sagen, wie ich selbst jetzt dann damit umgehe, weil wir wollen ja da schon auch da was konkrete Beispiele als Lösung anbieten, ist, wenn ich mich mal annehme und ich hab das gemacht, also und zwar, ich habe mein Selbstbildnis schon stark geändert, in dem Sinne, dass ich habe früher, wenn ich so gefragt worden bin, okay, jetzt sag mal deine Stärken und deine Schwächen. Also ich war sozusagen einer von denen, bei den Stärken war ich sehr schnell. Die Listen sind recht lang geworden, Schwächen oder okay, ich habe Entwicklungspotenziale, was willst du wissen? Ja? Hab ich irgendwie so eher nicht, ich habe es mir nicht angeschaut, nicht wirklich, ja. Also zumindest nicht lang und nicht intensiv. Und jetzt denke ich mir, hey, ich bin der Tom und ich fühle mich schwer in Ordnung und ich mache bestimmte Sachen sehr, sehr gut und andere Sachen mache ich sehr, sehr schlecht. Ja? Und das ändert sich und ich lerne dazu, aber mein Job ist nicht in irgendeinem Wettbewerb mit irgendeinem, nicht nur mit irgendwelchen anderen Menschen, auch nicht im Wettbewerb mit mir selbst, mir täglich zu beweisen, dass ich okay bin, weil ich sage es meinen Kunden,
habe ich das schon früher immer, war für mich ganz wichtig, sozusagen, diese Wertigkeit, dieses du bist wert, die hast du mit deiner Geburt bekommen. Also das ist nichts, was du dir in deinem Leben erarbeiten musst. Und das gilt halt für mich selbst auch. Und das macht es mir jetzt wiederum leichter, in den herausfordernden Situationen mal anzunehmen, okay, also wenn mein Job wirklich nur der ist, den Frieden mit mir mal zu haben und auf der Grundlage dann mit meinen Gesprächspartnern, mit meinen Businesspartnerinnen, mit meinen Kundinnen, mit den Menschen, die ich auf der Straße treffe, mit meiner Familie zu kommunizieren, da geht es nicht mehr um im Sinne von da geht es nicht mehr um Recht haben, da geht es nicht um Gewinnen, da geht's schon darum, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen, aber mit viel mehr Leichtigkeit letztlich, weil ich weiß, ich habe mich angenommen und ich weiß auch, wo ich hin will im Leben. Die Richtung ist mir klar, aber ich bin jetzt, wir haben das im Vorgespräch kurz angerissen, die Ziele sind nicht mehr so bedeutend für mich, ja, weil die halt, ich messe nicht mehr, wie nah bin ich heute meinem Ziel gekommen, wie viel, ich schaue nicht täglich rein, okay, wie viel Geld ist jetzt am Konto, ja. Ich habe den Überblick über meine Finanzen, das ist mir wichtig, damit ich planen kann, aber es ist nicht, ich bestimme meine Wertigkeit nicht mehr darüber. Und das ist, weil ich eingesehen habe, dass es eben nicht darum geht, Dinge einmal für immer zu lösen, sondern es geht darum zu akzeptieren, dass du wirst an einem Tag mehr Buchungen haben, du wirst am anderen Tag weniger Buchungen haben. Es wird auch so sein, dass du Kunden erwischst, für die du zu 100% die Richtige bist und die für dich zu 100% die Richtigen sind. Und dann wird es Leute geben, wo das nur zu 90% passt. Ja? Ich denke, das andere kannst du auch, du kannst ausschließen mit einer guten Vorbereitung, dass du Leute findest, die gar nicht zu dir passen. Aber trotzdem sind wir Menschen und wir dürfen in den Prozess reingehen und dann zu so sehen, in welche Richtung wir das Potenzial gegenseitig voll ausnutzen können. Und das ist nicht gut oder schlecht, sondern das ist Leben. Ja? Ja, und was auch Leben ist, und das haben wir auch im Vorgespräch gehabt, Tom, gell, so diese Widersprüche. Nämlich, oder diese Gegensätze, also ich mag dieses Wort lieber im Ganzen, nämlich, also für mich hilft es, aus dieser Erwartung rauszugehen, alles muss immer rosig und gut und wunderschön und immer im guten State und irgendwie, ich habe früher gedacht, und das wurde mir suggeriert über Mentoren, erstmal bring dich in einem guten State und mach von dort weg dein Business und das ist deine oberste Priorität und ich möchte auch Freude haben auf meinem Weg, in meinem Geschäft und ich versuche auch mich und meine Kunden darauf zu polen, zu schauen, zu gucken, wo kommt die Freude her und wo kannst du mehr von der Freude folgen. Aber zum Leben gehört dazu, zum Menschsein gehört dazu, dass es mal Freude und mal Angst gibt und früher habe ich die Angst weghaben wollen, die schlechten Gefühle weghaben wollen. Und heute kann ich viel mehr akzeptieren, beides hat seine Berechtigung, beides hat seinen Platz. Ich kann an einem Tag, wo ich mich nicht gut fühle und nicht im besten State bin, ah, es kann in jeder Sekunde wieder sich verändern. Also ich habe in jedem Augenblick die Fähigkeit, die Sache anders zu sehen. Das heißt, ein schlechter Tag muss da gar nicht mal anhalten. Es kann eine schlechte Stunde oder eine schlechte Minute werden. Aber selbst wenn es anhält, von dort weg, keinen Anspruch haben zu müssen, das anders haben zu wollen. Ich weiß nicht, gar nicht, ob ich mich gerade richtig ausdrücke oder ob ich gerade Sinn mache. Ich glaube, die Frage ist nur für jeden Einzelnen, der zuhört, was er oder sie dann Sieht. daraus machen will. Ja? Weil ich glaube, dass dieses, also ein Bild, das mir da aus früheren Tagen schon stark hilft, ist, wenn wir über Entspannung sprechen, zum Beispiel. Ja? Ich habe viel mit Hypnose auch getan und Trance-Prozessen und so. Und das ist sowas, du kannst dich dann gut entspannen, wenn du nicht darauf achtest, wie entspannt du gerade bist. Also in dem Moment, wo Menschen permanent sich anschauen, wie entspannt bin ich schon, funktioniert das mit der Entspannung nicht so gut. Ja, weil, und es ist so lustig, du darfst ja wirklich komplett loslassen.
und dich auf den Prozess einlassen. Im Endeffekt, es geht schon um eine Art, finde ich, von Selbstvertrauen, das jetzt mit in dem Fall gleichgesetzt ist für mich mit einem Vertrauen in die Welt als ein Ganzes, dass das grundsätzlich ein schöner Prozess ist, der da stattfindet, ja, und der dir wohlgesonnen ist, um dann zu begreifen, dass dieses, ich finde es ja lustig, weil wir beide arbeiten ja strukturiert und es geht darum, dabei auch so Prozesse zu bauen, Flüsse herzustellen, wo wir wissen, okay, ich fange da an und das führt dorthin und das ist wiederholbar, auch wenn es um Skalieren dann geht und so. Und zugleich brauchst du dazu noch jetzt für dich selbst, brauche ich dann auch die Bereitschaft, dann wirklich mal auch loszulassen und nicht zu versuchen, alles zu kontrollieren, weil ich kann nur dann die Kontrolle behalten, wenn ich sie abgebe. Es ist halt so, ja. Ja, das ist das, das sind, ja, das sind genau diese Gegensätze. Und ja, und dieses, um auf dieses Vertrauen zurückzugreifen, ich weiß, die Zeit läuft uns ein bisschen zu Ende, aber dieses Vertrauen zu haben, dass dieser gute Zustand wieder kommen wird und auch genauso das Vertrauen zu haben, das Schlechte wird wieder kommen. Das ist einfach. Das ist der Fluss des Lebens und egal in welchem Zustand du dich gerade befindest, es geht einfach weiter und du machst dann einfach, du machst weiter in deinem besten Können in dem Augenblick, ja. Und es geht halt darum jetzt, wenn wir so ein bisschen da, was mache ich jetzt konkret damit? Ja? Also wie gehe ich jetzt konkret damit um? Also ich möchte noch, es geht jetzt nicht, also mein Anspruch ist nicht, dass du, wenn du zuhörst, jetzt mir oder der Schiller irgendwas glaubst. Ne? Also ich möchte nur, wo ich dich einladen mag, ist halt dir bestimmte Situationen in deinem Leben, du kannst gerne auch mit den Guten beginnen, ja, mal anzuschauen und ein bisschen aus einer neuen Perspektive das zu betrachten. Und weil einer, und dann in der Praxis zu testen. Ja, weil eines, was ich gelernt habe, und das ist nicht Glauben, das ist Wissen. Egal wie weh es getan hat, ob auf der körperlichen, mentalen oder emotionalen Ebene, es hat irgendwann aufgehört, ja. Es ist ein vorübergehender Zustand. Ja. Das ist es, das ist es. Und das gefällt mir so gut, Tom. Ich könnte durchs Bildschirm springen, dich umarmen, weil diese Aussage ist so wichtig. Wenn spüren dir und gucke, ob das wirklich für dich die Wahrheit entspricht. Aber für mich ist es die Wahrheit. Weil früher habe ich versucht, diesen schlechten Zustand eine andere Bedeutung zu geben. Es ist gerade gut, dass es gerade ist, weil ich wachse dran oder es schützt mich und ach, all diese Dinge. Und heute interessiert mich das die Bohne. Heute das Einzige, was mich interessiert, ist die Wahrheit. Es ist ausgelöst durch einen Gedanke und es hört wieder auf. Entlastend. Es ist entlastend und was total witzig, also weil ich finde es wieder witzig, dabei ist, du verdienst gut Geld so, also mit dieser Einstellung. Es hilft dir im Business enorm, ja, wenn du dich da so auch auf deinen eigenen Prozess so vertrauend einlässt. Ja. Und ich denke mir, weißt du, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen da die halbe Stunde, die wir da jetzt gesprochen haben, so ein bisschen zusammenfassen, was so die Gedanken sind, die wir gerne mitgeben mögen jetzt. Ich sag mal, was mir so einfällt und bitte Sheila, ergänz dann du von deiner Seite. Also das eine, was ich total wichtig finde, ist diese Haltung, ich bin okay und das bedeutet auch, ob du bist oder nicht, du bist okay. Ja? Es ist nicht mein Job, wir sind nicht in einem totalen, auch wenn wir Sprints machen im Business und kurze Phasen hoher Aktivität brauchen, um bestimmte Dinge zu bewegen. Der Prozess, wo wir drinnen sind, das Spiel, in dem wir da sind, heißt Leben und das dauert, solange du lebst. Und es geht nicht darum, heute alles zu lösen, was in der Zukunft kommen kann, sondern es wird jeden Tag neue Herausforderungen geben und das ist gut so, weil sonst wäre es extrem
Langweilig. Langweilig. Ja. Und also diese Bilder dann wirklich so auch anzunehmen, dass die Dinge halt vorübergehend sind, ja, dass das beides dazugehört und dass dieser Gedanke, na, dass in allem, was passiert, was Gutes liegt, es ist so und zugleich ist es nicht dein Job, drauf zu kommen, wenn gerade die Scheiße am Kochen ist. Ja, dann, das finde ich auch sehr befreiend, ja, dass ich da auch nicht dieses positive Denken, dieses als sklavisch irgendwie da in jeder Situation anwenden muss, sondern dass es, ja, es gibt halt Tage, die ein bisschen schwieriger beginnen und dann eine halbe Stunde später scheint die Sonne, ja. Ja, und ich denke, mein abschließendes Wort zu dem Ganzen, also jeder hat dieses verrückte Denken. Wir haben es immer wieder. Ja. Meine sind vielleicht anders als deine. Dass wir das haben, ist menschlich. Wir müssen dem keine Bedeutung beisteuern, Ja. dass es irgendwas über dich aussagt. Und wenn ich einen konkreten Rat hätte, wenn du da drin bist, ist vielleicht nicht der beste Zustand, um Entscheidungen zu treffen. Yes. In dem Zustand einfach zu erkennen, es geht vorüber, aber nicht in dem Moment zu denken, da müssen irgendwelche Business-Entscheidungen anstehen oder das, was Wesentliches umgekrempelt oder verändert werden muss unbedingt. Das ist vielleicht heute einfach mein abschließendes Super, ja. Das unterschreibe ich zu 100%. Wort. Und natürlich, was jetzt sowohl mich als auch die Schüler interessiert von dir da draußen ist, was denkst du dazu? Also schreib uns da gerne einen Kommentar. Ich betrachte das so, die Diskussion ist eröffnet und das wird mehr zu dem Thema geben von unserer Seite. Und je mehr du dich zum Teil von dem Prozess machst, desto mehr kannst du davon profitieren und desto an interaktiver kann das auch werden. Ja. Ich sage danke, dass du da warst, Stele. Danke dir draußen fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.